Bereits zum 20. Mal fand die Berufsfindungsmesse in der Industrie- und Handelskammer Magdeburg statt. Da in Sachsen-Anhalt ein Mangel an Facharbeitern besteht und die Bewerbungen von Schulabsolventen zurückgehen, veranstalten die Agentur für Arbeit und die IHK Magdeburg diese Berufsfindungsmesse, um bestehende Probleme zu lösen. Rund 40 regionale Ausbildungsunternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistung präsentierten ihre Ausbildungsberufe am 17. März in den Räumlichkeiten der IHK. Die zukünftigen Azubis konnten unter anderem auch von den Lehrlingen der Betriebe erfahren, wie die Ausbildung verläuft und welche Fertigkeiten und Tätigkeiten mit dem jeweiligen Beruf verbunden sind. Unter den 50 verschiedenen Ausbildungsberufen wurde ein Bereich besonders in den Fokus gestellt, der Handel. Dort ist auch Kathi Sommer, Inhaberin der Rewe Sommer OHG, aktiv. Gemeinsam mit ihren Azubis stellte sie das Azubi-Projekt der Rewe-Lehrlinge vor. Wir stellen das geschlossene Warenwirtschaftssystem unserer Rewe dar. Wir stellen dar, was kann unser Azubi hier neu erfahren. Und die Azubis haben das alles selbst gemacht. Die haben die Flyer selbst entworfen. Die gehen jetzt auch auf die jungen Leute zu und zeigen denen das alles. Wir haben hier, wie gesagt, ein geschlossenes Warenwirtschaftssystem. Das ist ja eine Herausforderung auch für unsere Azubis. Der Bereich Handel hat sich in den letzten Jahren verändert. Dennoch haben viele ein veraltetes Bild von den Tätigkeiten. Um dieses Vorurteil abzubauen, zeigten 8 Unternehmen, wie spannend Einkaufen und Verkaufen wirklich sind. Mit dabei war auch Ratzel Torres aus Spanien. Er absolviert seit Sommer eine Ausbildung bei Rewe. Für ihn war der Berufsbereich von Anfang an das Richtige. Für mich ist sehr, sehr gut. Immer musste die Firma Rewe. Ich gelernt und immer meine Chefin sagen, Seminar gemacht. Und auch Bildung gute gemacht. Nicht nur Rewe war vertreten, auch der Handelshof Stendal. Seit 2014 absolviert Laura Linke ihre Ausbildung zur Kauffrau für Groß- und Außenhandel beim Handelshof. Für sie war der Beruf anfangs kein Traumberuf, aber durch dessen Vielseitigkeit hat sich diese Einstellung schnell geändert. Am Anfang war ich halt nur im Verkauf tätig und saß halt im Büro und so, und das ist halt nicht mein Ding, so im Büro zu sitzen. Und jetzt bin ich ja im Versand und laufe halt viel in der Halle rum draußen, belade die LKWs mit und macht einfach mehr Spaß, weil man mehr unterwegs ist und nicht nur am Computer sitzt, ja. Ist jetzt relativ vielseitig. Schön. Im Bereich Handel ist die Berufspalette weit gefächert. Vom Verkäufer bis zum Studium ist alles möglich. Das Berufsfeld hat Zukunft und eine große Bedeutung, aber ist abhängig von Fachkräften. Also der Handel wird sich wandeln, ganz extrem. Ich sage mal Multi-Challenge. Wir haben ja den stationären Handel, wir haben den Online-Handel. Auch im Lebensmittelbereich wird uns das betreffen. Und da brauchen wir natürlich auch die Flexibilität, ja, auch der jungen Leute.